Ich habe leider bei Haikyuu voll vergessen, wo ich war. Richtig bitter. Wie willst du das da irgendwie reinskippen und dann zu so gucken, wo du warst? Die spielen eh immer fucking Zeug, Alter. Und Damit herzlich willkommen. Wir nee, ich spielen habe noch auch nicht immer auf fucking Zeug. aufgehört. Yeah! Yay! Herzlich willkommen zurück bei D&D Abenteuer in Avalanien, wenn Frösche zweimal quaken. Quack, quack, Motherfucker! Genau. Und so ist jetzt die Gruppe unterwegs. Sehr zerstörerisch, aber für die gute Sache. Meistens. In der letzten Folge haben wir ein paar neue Informationen bekommen von den unterschiedlichen Personen, wie zum Beispiel der Priesterin, die sehr, sehr überzeugend war, was ihren Glauben angeht, vor allem für den guten Levent. Und außerdem vom Dorfältesten, der auch noch ein paar Informationen gegeben hat. Und ansonsten konnten sie sich ein bisschen entspannen, unsere Helden, und hat noch ein sehr interessantes Gespräch über die Geldsituation und Reichtum und Machtverteilung der Welt. Über Norman hat die eine richtige, Lektion. meinst du? Die richtige, die richtige. Norman hat eine Lektion fürs Leben gelernt, Mir definitiv. wurde das der richtige Weg gezeigt. Dem wurde definitiv der richtige Weg gezeigt. Und ansonsten konnten sie sich dann endlich schlafen legen und Saya hat es sich sogar sehr gemütlich gemacht mit dem örtlichen Wirt. Und da Bang, wollen wir einsteigen. bang, bangety bang. Wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen hoch da. Da jetzt möchte ich aber Daumen sehen ohne Ende, Leute. Ja, aber wirklich. Also Bang, bitte. bangety bang. Ich sag bang, bang, bangety bang. Da wollen wir einsteigen. Ich dachte, der wäre schon bei mir eingestiegen. Bäh, bäh. Wir haben noch nicht Okay. ausgewürfelt, wie gut es war. Hallo? Ja, jedenfalls. So, jetzt bin ich interessiert. Also, Jetzt wie habt gut ihr oder meine schlecht? Aufmerksamkeit. So. Wie gut oder schlecht ändert ja erstmal an dem Fakt des Oh, Eingestiegenseins nichts. jetzt geht das Worauf los. muss das Würfeln auf Auftreten? Ausdauer. Ich würde auch gerade sagen, Ausdauer. Ausdauer. Oder Täuschung, je nachdem. Ausdauer! Täuschung! Würfel mal auf Enttäuschung. Wie willst du das Game spielen? Hey, also, ich habe plus 5 Enttäuschen. Aber in dem Zusammenhang auf Täuschen zu würfeln, funktioniert auch nur für Frauen. Nee. Also er hat auf Ausdauer hatte eine 15 insgesamt. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal in Ordnung, ja. Ich Würde ich habe eine widersprechen. 13 plus 1 ist eine 14. Also es war durchaus zufriedenstellend. So, und mit Täuschen ist es nochmal plus 5. Das ist 18. Also er glaubt, es war echt gut. Angetäuscht. So. Steigen wir auch gleich bei dir ein. Schon Alle? wieder. Nein, nein, Schon nein. Nochmal bitte. Und meine Chance. Für Gott. Teambildende Maßnahmen. Aber wir wohnen auch schön so in so Gegenden weg, dass wir, ne, in Etappen ankommen bei Erik. Nevermind. Nehmen wir schon auf. Bitte nicht. Ich Ja, leider. Ich finde aber schön, dass Niklas sagt, bitte nicht derjenige, der mit aufnimmt mit mir, bitte Ey, nicht. meine Aufnahme ist eh zu spät gestartet. Macht nichts. Aber deswegen darfst du das schneiden. Yay! Oh, es tut mir sehr, sehr leid. Mir nicht. Nein, tut's nicht. Nein, eigentlich nicht. Es war sehr lustig. Am frühen Morgen jedenfalls wacht unsere Heldentruppe wieder auf. Nein, stopp. Ja, bitte. Ich würde warten, bis er eingeschlafen ist Oh ja, und okay, mich da Verzeihung. umgucken, ob es da irgendwas gibt, was ich unauffällig entfernen kann, was ihm nicht sofort auffällt in den nächsten Tagen. Verzeihung, wie konnte ich das denn vergessen? Würfel doch mal Die bitte goldenen Kronleuchter. auf Untersuchung, ob du etwas in seinem Zimmer findest. Untersuchung. Und das wirkst du dich Nachforschung. auch nur, weil du eben Oder so gut Nachforschung. gewürfelt hast. Ja. Sonst wäre er nicht eingeschlafen. Ja. 12 plus 2 sind 14. 14. Du suchst jetzt nach irgendwelchen Sachen, die er nicht so schnell vermissen Na, würde, hast du irgendwas gesagt. Wertvolles, was aber vielleicht irgendwo zwischen ist, was jetzt, wo er nicht morgens aufsteht und sagt, hey, wo ist mein, Bett. Bett. wo ist der goldene Kerzenhalter auf meinem Nachttisch? Mann, wo ist mein Auto? Hey Mann, wo ist mein Auto? Warum? Ah.
Hey Mann, wo ist meine Kutsche? Ich hatte doch mein Pferd. Die Schlüssel zu seinem Pferd liegen da, genau. Du schaust dich so ein bisschen leise im Zimmer um und was er nicht so schnell vermissen würde. Du schaust in so ein paar Schubladen, du schaust in Regal nach und du glaubst, du findest in einem der in seinem Schreibtisch findest du in der Schublade einen schönen, funkelnden Briefbeschwerer oder irgendetwas, was so mehr nach hinten in der Schublade gequetscht worden ist. Was es nicht danach aussieht, dass er es jetzt ständig benötigt. Sehr gut. Nehme ich. Gut. Irgendwie dachte ich, Diamant kommt jetzt. Ja, den brauche ich nicht so oft. Wie viel ist der funkelnde Briefbeschwerer wert? Er wäre 15 Gold wert. Yes. Ich muss ja unsere Verluste ausgleichen, die Nom Nom für die Gruppe angerichtet hat. Ja, das muss ja jetzt auch wieder alles, was Nom Nom in die Wirtschaft reinbläst, muss ja auch irgendwie wieder rausgenommen werden. Ja, vollkommen korrekt. Das heißt dann, ich bin schuld am Ende. Du bist schuld, dass geklaut wurde, ja. Richtig, ja, du bist immer schuld, wenn geklaut wird, würde ich sagen. Und würde ich so unauffällig in meiner Tasche verschwinden lassen, so ein bisschen weiter unten unter den Sachen, die ich da verstaut habe. Ja. Und mich dann wieder zu ihm legen bis zum nächsten Morgen. Okay. Am nächsten Morgen erhält der Wirt einen Brief. Genau. Zufälligerweise. Dann muss ich ihm leider ein Messer in die Brust rammen und umdrehen. Nein, nicht schon wieder. Hey, Steven, Fun Fact, ich habe überlegt, ob ich mich im Kloster umgucke, ob da irgendwas Wertvolles ist. Dann dachte ich, nein, nicht schon wieder. Ganz komische Déjà-vu-Vibes. Wer wissen will, was es damit auf sich hat, schaut unseren Vergangenheitstalk. Genau! Yay! Eine zwielichtige Gestalt! Eine zwielichtige Gestalt, auf sie! Nein, nein, nein! Ich bin es! Ach so. Zu spät. Du hast recht, zu spät. Es wurde schon Hirsch gerufen. Es ist Kein Umdrehen mehr. Es tut mir leid. Wir können nicht mehr stoppen. Es war ein Fehler, noch eine Folge zu machen. Nein, nein. Ich habe einen Briefbeschwerer. Sagen wir bei jeder Folge. Du hast einen Briefbeschwerer. Am frühen Morgen jedenfalls. Es kräht der Hahn oder quakt der Frosch. Was auch immer euch wach macht draußen herum. Und ihr werdet alle so langsam wach. Oh mein Gott. Ja, Nom Nom, du wachst auf, schaust dich in dein Zimmer um und du bist ganz alleine. Allein. Allein mit der Schuld des Geldausgebens. Ja. Dir lasst dir doch schwer die Schuld des Geldausgebens. Ja, allein mit der Schuld, dass du die Wirtschaft dieses Ortes komplett zerstört hast. Jetzt schlafen wir nicht allein. Für die ersten 3 Sekunden, danach kriegst du Hunger. Die Schuld hätte ich nicht mehr. Was hatte weil das ja jetzt schon eine Woche her ist, auch für die Zuschauer nochmal, was hatte Tisaya gesagt, als sie rausgegangen ist, dass sie nur noch mal kurz was gucken muss, oder? Nee, ich hatte dir angeboten, dass ich großherzig erlauben würde, dass du die Betten zusammenschieben kannst, damit du ein passendes Bett für dich hast. Und dass ich schon eine Unterkunft für die Nacht finde, habe gesagt, ich muss nur kurz was fragen, bin dann wiedergekommen, habe einmal gesagt, geht klar und bin wieder abgehauen. Okay, stimmt. Okay. Dann bin ich nicht irritiert darüber, dass ich morgens alleine aufwache. Wache auf und... Der wird aber... Und hab etwas Hunger und geh dann runter in die Taverne. Ja. Du siehst, in der Taverne ist noch nicht so großer Betrieb. Es geht 25 Briefe für den Wirt. Warum dringend den Briefbeschwerer jetzt? Der Postbote, der nur einmal im Monat in dieses kleine Dorf kommt. Kommt genau heute. Und, ein Brief ist dabei, auf diesen Brief habe ich ewig gewartet. Das ist ein ganz besonderer Brief, dafür brauche ich. Diesmal Briefbeschwerer, den ich für diese besondere Angelegenheit aufbewahrt habe. Oh, schön. Du hörst allerdings bereits Geräusche aus der Küche. Ja. Und es scheint bereits der erste Betrieb zu starten. Und Saya, wenn du aufwachst, merkst du, dass du allein im Bett bist. Boah.
Und du hörst aber auch bereits die Geräusche aus der Küche, dass er anscheinend auch schon bei der Arbeit ist. Ist weg. Ist meine Tasche noch da? Meine ganze Tasche. Was? Aber der Briefbeschwerer liegt noch da. Der liegt wieder da. Genau. Ist da wegen Essen am Tisch gebracht worden? Das ist ja schon eine Frechheit. Oh, schön. Du siehst neben dir eine Tasse Sumpfkaffee. Grüner Kaffee. Ja, den würde ich trinken, mich dann ein bisschen zurechtmachen, meine Tasche nehmen, mich anziehen und ja, dann auch in die Taverne rausgehen. Unter einem zufriedenen Gähnen. Den Walk of Shame gehen. Wieso Shame? War ja Eigeninitiativ gestartet. Ja, und während du gerade dich doch gähnst und streckst und vielleicht auch die Haare so ein bisschen zurecht machst, hörst du auf einmal: Guten Morgen! Du siehst eben deinen kleinen Freund. Ja, guten Morgen. Na, wie war's? Gut. Mit etwas Täuschung eine 18. Das verstehe ich nicht. Ihr Sterblichen seid merkwürdig manchmal, wirklich. Ich sag's mal so, die Nacht hat sich in mehreren Formen ausgezahlt und mach so ein bisschen meine Tasche auf und zeig ihm zumindest den. Er schaut wirklich so direkt rein. Oh, das funkelt schön. Siehst Sehr du? Gute Sire. Ich bin stolz auf dich. Das habe ich mit vollem Körpereinsatz erobert. Definitiv. Ich bin so stolz auf dich, Mädchen. Da streicht sich so eine Schwefelträne weg, die er zur Seite flickt, wo es nur kurz so an der Wand zu hören ist. Okay, Victala, jetzt wird's ein bisschen unangenehm. Ah, wieso denn? Ich bin nur stolz auf dich, dass du so viel von mir gelernt hast. Ich geh dann mal essen. Nom nom. Morgen. Und, hattest du eine angenehme Nacht im großen, zusammengeschobenen Bett? Ja, die Betten waren voll cool. Aber von drüben kam, glaube ich, ein bisschen Schnarchen, aber das war schon okay. Naja, wenn... Und wie hast du geschlafen? Auch sehr bequem, sehr angenehm. Ein bisschen kürzer als erwartet, aber es war eine sehr schöne Nacht. Wurdest du auch von den Fröschen geweckt, oder? Ja, es wurden viele Geräusche von sich gegeben. Sehr viele angenehme, muss ich wohl sagen. Und in dem Moment kommt der Wirt gerade um die Ecke. Hat ein leichtes Grinsen auf den Lippen. Guten Morgen, Nom Nom. Guten Morgen, Desai. Guten Morgen. Guten Morgen, und ich werde wieder ein bisschen lila im Gesicht. Darf es gleich das Frühstück sein? Auch für mich sehr gerne. Sehr wohl. Für mich auch. Sehr gerne. Und er zwinkert dir wieder zu, bevor er dann in die Küche wieder geht. Der Rest von euch, ihr werdet auch wach. In eurem Gruppenzimmer. Ich nicht. Okay. Außer Levi. Werd wach, mach mich frisch. Die beiden werden wahrscheinlich immer noch pennen. Und wird dann auch runtergehen. Du bist runter, siehst gerade noch, wie der Wirt in die Küche wieder zurückgeht, während Nom Nom Decider sind. Moin. Morgen. Guten Morgen. Hat Nonno das Essen jetzt? Er hat noch gar nichts gebracht. Das hatte ich von gestern noch. Aus der Küche ein Schrei. Halt! Wo sind meine Vorräte? Denn was man nicht wusste, ist, dass Nonno im Schlaf wandeln kann. Eine Schlafesserin. Oh, das wäre so gut. Schlafesserin. Oh Gott. Eine Schlafesserin. Und dann hört man nur aus der Küche: Mama, hast du meinen Hamster gesehen? Oh. Gleich wieder ganz stark hier. Henk, hattest du eine angenehme Nacht? Ich habe von Nom Nom gehört, dass sie ein wenig unter Schnarchen zu leiden hat. Ja, die Beine sind dann nicht gerade ohne. Wo sie so vornehm sind, im Schlaf sind sie eine Katastrophe. Das berühmte Humbeldumbel-Schnarchen. Das ist wie Abwechsel, immer der eine, der andere, immer hin und her. Genau.
hilft aber beim Schafezählen beim Einschlafen. Ein goldenes Schaf. Noch ein goldenes Schaf. Oh, schön. Stellt mir vor, wie die beiden in ihrem Schloss zum Einschlafen hatten so Bedienstete in Schafkostümen, die vor ihrem Bett liegen. Das, woher weißt du das? Das hat mir niemand erzählt. Ich hatte das auch nur mit Schinken, die vor meinem Bett liegen. So. So ein Schinkenmobile über dir? Als Baby? Nein. Oh Gott. Jedenfalls, das Frühstück sollte gleich kommen. Sehr schön. Ja, setzt mich erstmal dazu. Ihr setzt euch hin und es soll gar nicht so lange dauern, bis dann wirklich der Wirt euch euer Frühstück bringt. Es gibt gutes Brot mit Belag, ein paar Rühreiern und Speck. Mhm. Dazu dann Wasser oder Sumpfkaffee. Der Speck wandert wieder zu Nomnom rüber. Ja. Ja, so frühstückt ihr in Ruhe. Die Humbeldummels, denke ich mal, werden auch irgendwann wach. Ist einer? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich hab nie gesagt, dass ich nicht wach werde. Oh Gott, er ist draußen. Gut. So, würde mich aufrichten. Gestern Abend habe ich noch den unsichtbaren Diener gerufen, weil einen Punkt habe ich mir extra aufgehoben. Für meinen Zaubergedöns. Ja, ja. Ordnung muss sein. Und hab mir alles soweit vorbereiten lassen, dass alles schon perfekt da liegt. Weil heute Morgen, wir müssen sparen, wir wissen nicht, was heute noch vorkommt. Deswegen gibt es heute Morgen keinen unsichtbaren Diener. Und ich bin ein bisschen schlecht gelaunt, ich muss mich selbst anziehen. Oh. Das ist fürchterlich. Furchtbar. Und, würde mich fertig machen und auch Levi wecken. Levi, aufstehen. Heute ist ein besonderer Tag. Heute darfst du dich selber fertig machen. Gleich wieder um. Ja. Guck, hier eine Schale mit Wasser. Zum Waschen und ein Lappen. Übers Gesicht drüber gelegt. Viel Spaß! Und dann gezwungenermaßen macht er das alles allein, er wartet noch 5 Minuten in der Hoffnung, dass doch irgendjemand. Aber als da nichts passiert, muss er das wohl über selber machen und kommt dann auch so mittelgut gelaunt nach unten zum Frühstück. Nach unten gehe ich aber nicht einfach so, weil Auftritt. Oh, okay. Naja, wenn. Auf Auftreten. Wenn schon, denn schon. Wir müssen wie das Glück, du dem Morgen beginnst. Wir müssen den Glück ausreizen. Den Glück, Alter. Den Glück, Alter! Komm mal! Den Glück! Oh ja, ich habe schlecht geschlafen. Selbst auf. Ich bin ja nicht so geübt drin, mich selbst fertig zu machen. Das ist sehr schlecht. Ich habe 2 gewürfelt. Es gibt nur eine 8 auftreten. Man sieht, ich musste mich selber anziehen. Ich bin das nicht gewöhnt. Und die Haare sind ein bisschen wuschelig. Die Kleidung ist nicht ganz so akkurat, wie sie sein sollte. Und. Man sieht, dass mich das auch stört irgendwie. Ich versuche trotzdem so gewohnt, elegant wie immer zu laufen, aber irgendwie fummel ich immer noch an mir rum. Oha, und ich dachte, ich hätte eine wilde Nacht gehabt. Und taumel so mehr oder weniger in ins Essensaal rein, bin total unzufrieden, setz mich hin. Morgen. Morgen, Event. Und ich strahle dich extra breit an. Frühstück, das gibt's hier. Schönen guten Morgen. Hier. Brot, Eier, Speck. Ist alles in Ordnung? Sie sehen etwas fertig aus, Levent. Nee, wunderbar. Das Zimmer, wie gesagt, super und so. Alles gut. Danke für das. Das war. Ja, nee, egal. Alles gut, danke. Und wahrscheinlich brauche ich nur etwas Kaffee. Ja, anfangen zu essen. Naja. Ja, ich komme dann so. So 5 bis 10 Minuten später mit einem Auftreten von 12 von oben runter. Also auch nicht königlich, aber in Ordnung. Ein bisschen schlurfend kommst du die Treppe herunter. Aber du hast dich etwas besser hinbekommen von der Kleidung her als dein Bruder. Alles, es ist alles ein Ticken ordentlicher. Ja, setz dich auch hin. Ich zieh meine Kapuze. Bad Hair Day.
Ja, ich sag auch gar nichts. Ich setz mich einfach nur hin und fang an zu frühstücken. Wunderbar. Ja, ihr kriegt Kaffee gereicht, ihr kriegt Wasser gereicht, Brot, Belag, Schinken, Eier, was ihr wollt. Nicht genug. Wenn du um Nachschlag bittest, kriegst du 9. Die Auswahl ist nicht genug. Nicht die Menge, sondern die Qualität lässt zu wünschen übrig. Was suchst du denn Bestimmtes? Das haben die hier eh nicht. Es geht auch nicht darum, was er bekommt, sondern dass er nicht von vornherein die Auswahl bekommt. Und warum muss ich jetzt entscheiden, was ich haben will? Wo kommt man denn da hin? Sagst du es zu dem Wirt? Dienstleistung. Die müssen mir was bringen, was ich haben will. Die müssen das sehen. Und nicht, ich muss drum betteln. Und Humbeldumbel bettelt nicht. Er ist schlecht gelaunt. Er ist einfach schlecht gelaunt. Okay. Ihr hättet noch etwas Eintopf von gestern übrig? Gestern. Ich nehme meinen Kaffee von gestern. Nimm's ihm nicht übel, ihm ist offenbar der Segen von gestern nicht so bekommen. okay. Du merkst, du bist überlegt, so, ist das irgendein Code? Aber wenn er die Suppe von gestern nicht mehr möchte, also ich würde die schon nehmen. Ja, okay, sehr gerne, ich hole dir was. Dankeschön. Und dann kriegst du noch eine Schüssel Eintopf gestern. Bester Start in den Tag. Und so startet ihr alle mehr oder minder zufrieden in den Tag hinein. Habt alle gefrühstückt, habt alle gegessen. Was wollt ihr tun? Nun, dann sollten wir so schnell wie möglich Viola aufsuchen, um uns auf die Reise zu den Bullywugs zu machen. Oder nicht? Ja, klingt gut. Gut. Dann geht ihr raus, I guess. Geht jo, hinaus. Also all unser Zeug von oben mitnehmen. Davon dann, bin ich ausgegangen. Ja. Und dann rausgehen. Dann würde ich mich mal umschauen, ob ich sie irgendwo da vielleicht schon sehe. Raus. So. Du musst gar nicht wirklich weit umschauen, denn kaum geht ihr nach draußen, siehst du, wie sie gerade selber auf dem Weg zum Wirtshaus ist, euch entgegen. Und kommt direkt auf euch zu. Ah, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet alle eine angenehme Nacht. Absolut, super. Ja. Okay. Das schaut so ein bisschen zu Levent. Oh Mann, der Huch. Niklas? Ja, jetzt geht's wieder, ja. Irgendwas war gerade. Okay, ich dachte, mein Internet crasht gerade. Nee. War gerade kurz Niklas. Was? Ich hab gerade gehört, nichts gewesen. Ist nichts. Genau das ist das Problem, bei dir war nichts. Das ist das Problem. Ich hoffe, soweit habt ihr eure Vorbereitung abgeschlossen. Noch nicht ganz. Du wirst doch mit ihnen nochmal reden. Gerne. Jetzt beschwert er sich über den Service im Wirtshaus. Das hat ja nichts zu tun. Sie ist ja eine Wanderpriesterin, wie ich es richtig verstanden hatte. Aber apropos Wandern, wir haben ja sicherlich ein wenig Weg vor uns und könnten ja auch unterwegs reden, oder? Durchaus. Ja. Habt ihr irgendetwas, was ihr dem Bullywugs geben könntet, als Geschenk oder ähnliches? Gut, dass Sie es sagen. Wir müssen noch mal zum Dorfältesten. Ich mach das. Ja. Und dann würde ich ja, gucken, wo der Dorfälteste ist. Der Dorfälteste ist übrigens in die Richtung. Und sie deutet hier auf das Haus. Okay, ich laufe dahin. Zügigen Schrittes. Und dann, wenn Tessaya wegläuft, frage ich Levent nochmal. Willst du dann in der Zeit nochmal in die Küche gehen oder hier mit uns warten?
Oh, aber irgendwie Niklas, Internet haut jetzt gerade ab. Ja. Niklas, Internet ist gerade ein bisschen... Die Sprache, die Frage hat ihm die Sprache wahrscheinlich. Oh nein, er hat das Tempo der Priesterin angenommen. Das ist ein schönes Standbild auf jeden Fall gerade von Levent. Wo ist Michalikus, wenn man ihn braucht? Oh nein! Er ist wahrscheinlich direkt in die Küche gerannt, als ich ihn gefragt habe. Gut wahrscheinlich, ja. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn ich diese Folge schneide. Ja, ja. Was? Wo ist denn darauf? Da habe ich hier mit nichts geschnitten. Oh oh. Ob der nochmal wieder kommt? Was passiert denn bei Tessaya und dem Dorfältesten? Naja, die Kameras sind jetzt halt zerschossen. Achso. Mal sehen. Da kommt er gerade wieder. Hallo. Hi. Hallo. Hey, es funktioniert wieder alles. Wie war es in der Kirche? Der Segen ist mir echt nicht willkommen. Ich will das. Nee. Überhaupt nicht. Ich will das einfach nicht mehr. So. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Dass du gefragt wurdest, ob du nochmal in die Kirche gehen willst. Weil du erzählt hattest, dass du gestern beten warst. Also. Oh, sie waren gestern beten. Das sind wieder an. Nee, doch nicht. Dann. Hast du den Segen von Aluyana erhalten? Das ist richtig, ja. Ein wirklich schönes Ereignis, oder? Ja, es hat mich geprägt. Sie ist voller Inbrunst immer dabei, wenn es um diese Segen geht. Ja, das ist ja kein Problem. So. Ich kann mir vorstellen, dass es für Außenstehende etwas merkwürdig vielleicht wirkt. Nö, ach, merkwürdig, gibt merkwürdige Sachen, habe ich schon erlebt. Und es ist kein Problem zum Segen. Ich habe das mich drüber gefreut sehr. Ihr hattet ansonsten noch Fragen? Ich hätte Fragen? Das wollten wir unterwegs klären. Dann klären wir das unterwegs. Dann warten wir auf Tessaya. Sie hat ihn mit einem bösen Fluch belegt. Das ist eine Kapelle. Ja, es hat funktioniert. Wie alt war die eigentlich in der Kapelle? Jung? Alt? Sie wirkte relativ jung. Also aber das Ding ist halt, Elfen altern halt auch ganz anders. Also vom Aussehen her hättest du jetzt gesagt, sie hätte irgendwas Mitte 20, Ende 20 sein können. Aber du weißt, dass Elfen halt sehr, sehr alt werden können. Es kann auch sein, dass es schon 100 oder 200 Jahre alt ist. Finde ich schon lustig, dass der 17-Jährige sagt, Mitte, Ende 20 ist jung. Ja. Okay, alles klar. Gut, dann zu Desire. Desire, du kommst beim Dorfältesten an. Ja, bei der Hütte. Ich klopfe an die Tür. Ja, Moment. Da sitze ich, ja. Ich habe ein wenig was zusammengefunden. Ja. Kommen Sie kurz rein. Ja, das mache ich. Das klingt ja ganz vielversprechend. Oh je. Du siehst dich ein bisschen in der Hütte um und du siehst halt, es gibt mehrere Bücherregale voll mit Pergamentrollen, verschiedenen Büchern zu unterschiedlichsten Themen, sei es Medizin, Landwirtschaft, auch durchaus Politik oder ähnliches. Du siehst ansonsten, dass es halt einen größeren Kleiderschrank gibt. Es gibt sogar tatsächlich eine kleine Raumtrennung hier, sodass es halt einen Schlafzimmerbereich und einen Wohnzimmerbereich mit Küche gibt. Ansonsten siehst du halt ein bequemes Sofa, Kommode. Du siehst ein paar gezeichnete Bilder, die herumstehen. Du siehst einfach... Der Teppich ist auch ausgelegt. Du siehst ein schönes, kleines, bequemes Häuschen auf jeden Fall hier drin. Das ist auf den groben Blick. Wenn du genauer dich umschauen willst, dann musst du untersuchen werden. Nee, mir wird ja meine Beute, unser Geschenk geliefert. So ungefähr, genau. Es dauert nicht lange, dreht sich die Seite um und öffnet dann so eine Schublade. Nimmt er das raus, dreht sich um. Also, das könnte ich doch auftreiben. Und erreicht dir zwei Ketten?
Eine Kette ist tatsächlich eine schlichte der Blick Perlen. Zwei. Eine schlichte Perlenhalskette. Mhm. Wert wäre 10 Gold, würdest du schätzen. Mhm. Und eine Kette mit ganz vielen unterschiedlichen Glasmurmeln und ein, zwei etwas funkelnden Steinen irgendwie. So eine Mischung aus beidem. Wert kannst du jetzt so schlecht einschätzen. Könnte ein Gold wert sein, könnte weniger wert sein. Mhm. Okay. Hauptsache es funkelt. Es sieht vielleicht etwas komisch aus, aber solange es funkelt, mögen Bullywuchs es. Und die Perlenkette ist noch, was wir endlich auftreiben konnten, was vielleicht dem König gefallen könnte. Ja, ja. Da bin ich mir ganz sicher. Und Sie sagten ja auch, eine Flasche Wein vom edlen Wein könnten Sie noch entbehren. Ah, der Wein. Sekunde. Du siehst, wie er halt zum Küchenteil geht und der so einen Schrank aufmacht und da siehst du so ein paar Flaschen drin stehend und er nimmt halt eine Flasche heraus und reicht sie dir. Ja, bitteschön. Ein hervorragender Jahrgang. 10 Jahre alt, gut gereift. Das wird dem König sicher schmecken. Ja, ja. Da bin ich sicher. Das sind zumindest so ein paar Geschenke, die ich denke, könnten ihm gefallen. Ja, ja. Nun, vielen Dank, dann will ich keine weitere Zeit verlieren und wir machen uns auf den Weg. Viel Erfolg. Möge der Sumpf mit euch sein, sozusagen. Ja, 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 ja. Sehr wohl. Und dann verlasse ich das Haus und schließe die Tür hinter mir wieder. Ja, ja. Okay, und dann würde ich jetzt einfach mal nach der Karte gehen und hoffen, dass da gerade niemand rumläuft in meiner Umgebung. Würde natürlich vorher einmal gucken, würde mir dann die Perlenhalskette umlegen und meinen Wassermantel wieder zumachen, sodass man sie nicht so sieht, und den Wein in meine Reisetasche stecken und mich dann auf den Weg zurück zur Gruppe machen. Hallo, da bin ich wieder. Der Dorfälteste hat uns hier diese wunderschöne Glasmurmelkette als Geschenk für die Bullywuchs überlassen und sagt, solange es glitzert oder funkelt, werden sie sich darüber freuen. Ich denke, das ist ein hervorragendes Geschenk. Völlig ausreichend. Das sieht schon mal sehr gut aus. Vielleicht können wir noch etwas Wein mitbringen. Der König mag den Sumpfwein aus unserem Dorf eigentlich sehr. Mhm. Nun, ich hätte hier noch diese Weinflasche, sie ist zwar schon ein bisschen alt und verstaubt, aber klopfe sie ab. Dorfälteste nicht Wein? Ja, das muss er wohl vergessen haben. Oh, so ein Saftladen, ey, ich kann's kaum. Soll ich einfach schnell nochmal zu ihm laufen? Ach nein, können wir einfach mal losgehen jetzt? Was Levent sagt. Lass uns losgehen. Na gut, dann bitte folgt mir. Und sie würde dann mit euch Richtung Osten aus dem Dorf rausgehen. Auf dem Weg nach draußen möchte ich gucken, ob ich den netten Bauern von gestern nochmal sehe. Oh Gott, er liegt tot im Graben. Du siehst Mama ihn mit einem Messer im Bauch in der Ecke liegen. Oh. Es ist so schwierig, den Drang jetzt gerade zu widerstehen, das zu machen. Ich habe eine 5 gewürfelt. Du siehst gerade nirgendwo. Okay. Ja, dann hätte ich mich nochmal bei ihm entschuldigen können, dass ich sein Leben mit dem Geld jetzt schwerer gemacht habe, weil das wollte ich ja nicht. Okay. Oh mein Gott. Dieses Gespräch, ey. Okay. Und dann folge ich unserer Gruppe. Genau. Dürfen wir reden oder willst du das noch was machen? Ich habe kurz die Karte geändert. Leider ist irgendwie beim Hochladen Roll 20 die Karte etwas unschärfer geworden als normal. Aber das ist eine grobe Übersichtskarte über das Gebiet.
in dem ihr euch befindet. Das passt sich einfach unserer Gruppe an. Dass alles erst unscharf ist? Sprich bitte für dich. Genau, Viola würde diese Karte halt rausholen und euch auch auf dem Weg zeigen. Und würde euch ja zeigen, dass ihr findet euch halt gerade hier in Oriagrom. Und dass halt alles, was innerhalb von diesen, von den äußersten Linien sozusagen ist, dass das halt alles der große Sumpf ist, der Bullywugs. Und dass genau hier im Zentrum halt das Dorf ist, oder das Hauptdorf der Bullywugs, die Trialdock. Außerhalb der Linien? Ist das jetzt so hier? Oder ich kann nicht innerhalb. Außenrum der Weg und innerhalb ist alles der. Achso, okay. Okay, also innerhalb davon ist der große Sumpf. Entschuldigung. Innerhalb dieser Linien ist der Sumpf. Da. Außerhalb ist sagen Festland bzw. halt schon wieder anderer Sumpf. Genau so. Okay. Und ihr bewegt euch jetzt gerade auf diesem Weg hinein in den Sumpf. Ab zum Sumpf. Wir brauchen wieder eine Musik wieder. Jups. Sumpfmusik. Blub, 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 blub. So. Genau, ihr könnt reden, während ihr den Weg hinein in den Sumpf bestreitet. Viola? Ja? Was hat es... Warum seid ihr so dem Baum glauben? Warum meint ihr dem so hinterher? Was hat es damit auf sich? Geht es euch gut? Ja, mir geht es wunderbar. Ich habe wunderbar geschlafen. Es war wunderbar alles. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe einen Segen empfangen. Ich kann mir kaum vorstellen, glücklicher zu sein. Ich verstehe. Dieser neue Glaube, der entstanden ist, dieser Glaube an den Heiligen Baum, oder die Vision des Heiligen Baums, es sind vor ein paar Jahren zum ersten Mal aufgekommen, die ersten Anhänger davon. Ich wollte herausfinden, was es genau damit auf sich hat, mit diesen sogenannten Zukunftsvisionen, und habe angefangen, die Orte nacheinander abzusuchen, wo überall Personen dieses Glaubens aufgetaucht sind. Ich versuche herauszufinden, wie der Glaube zustande gekommen ist, wie der neue Gott angefangen hat zu existieren, wenn man so will. Daher bin ich auf Reisen, in den unterschiedlichsten Dörfern hier im Sumpf. Nicht nur hier in der Trialdock-Region, sondern auch in anderen Sumpfgebieten hat dieser Glaube angefangen. Sie haben doch selber einen Glauben. Ja. Ja, wie ist das vertretbar, dass Sie so Interesse an einem anderen Glauben haben, obwohl Sie Ihrem eigenen Glauben ja folgen müssen? Ich glaube nicht an diesen heiligen Baum. Ich möchte nur darüber herausfinden, was es damit auf sich hat. Ich glaube weiterhin an Rashtir. Er ist mein Schutzpatron, mein Gott. Er gibt mir meine Macht. Ich bete zu ihm. Ich habe nicht das Interesse, diesen Glauben zu folgen. Im Sinn, dass ich daran glauben möchte, sondern ich möchte nur herausfinden, wie er überhaupt zustande gekommen ist. Aus privatem Interesse oder wegen ihrer Gottheit? Mehr nicht aus privatem Interesse. Es ist selten, dass man dabei ist, wenn ein neuer Gott entsteht. Götter in unserer Welt existieren dann, wenn viele Wesen gemeinsam an eine Sache glauben, wenn man so möchte. An eine Legende, an eine Geschichte. Und wenn genug Energie, wenn man so will, zusammenkommt, genug Leute daran glauben, dann kann es existieren in gewisser Form. So können die Götter entstehen in unserer Welt. Ich meine, ja? Out of character Frage, gibt es dann eine Adelgottheit? Des Adels? Ist eine Essensgottheit? Weil viele glauben an den Adel. Gibt es dann eine Gottheit des Adels? Oder funktioniert das anders? Also oder funktioniert das System einfach anders? Es kann durchaus Regionen geben, vor allem wenn der Adel vielleicht an sich selber einfach glaubt, dass es halt eine Art Gott des Adels gibt oder einen Schutzpatron des Adels, wenn du so willst. Und weil so viele Bürger an die Humbeldunkels glauben, glaubt er jetzt, dass er selbst ein Gott ist? Es kann durchaus sein, das kann aber zum Beispiel die Humbeldumbels selber entscheiden, ob es vielleicht in eurem Reich ein Glauben zum Beispiel an ein, keine Ahnung, heiliges Schaf oder irgendwas. Das goldene Götterschaf. Flöki. Zum Beispiel. Flöki. Nee.
Der Märtyrer Blöki. Blöki, das güldene Schaf. Oder das heilige güldene Schaf zum Beispiel. Das könnt ihr aber selber entscheiden, ob das so in eurer Region sein soll. Ich würde sagen, das bequatschen wir nochmal und überlegen. Ja, alles gut, alles gut. Bequatschen wir. Zumindest ist das die allgemeine Theorie, wie ein Gott entsteht. Es gibt hunderte unterschiedliche Faktoren, die wahrscheinlich noch dazugehören. Aber wie viel ist es genug Glaube? Wie viele Menschen müssen dann etwas glauben, dass es denn wirklich existiert? Und. Und in diesem Falle wäre dann jetzt der heilige Baum die Gottheit? Ja, genau. Und die Menschen sind davon überzeugt, dass er wirklich existiert, obwohl niemand mir genau sagen kann, wo er denn gelegen ist. Obwohl Menschen mir bereits gesagt haben, mit denen ich geredet habe, dass sie bei ihm waren. Aber als ich gefragt habe, wie man dorthin kommt, konnten sie es mir nicht sagen. Es war immer mehr, als ob er in Traum mit ihnen geredet hat. Ja, das ist mit den Gottheiten meistens so. Durchaus. Es hört sich auch weniger an wie eine Art Sumpfgottheit. Es könnte auch ein Traumgott sein. Es könnte ein elementarer Geist auch nur sein, der vorgibt, ein Gott zu sein oder ähnliches. Es ist unglaublich faszinierend. Wahrscheinlich nur, wenn man sich dafür interessiert für die Materie oder damit etwas auskennt. Ich kann mir vorstellen, für Außenstehende ist es vielleicht etwas langweilig. Aber dafür lebe ich. Ich möchte darüber mehr erfahren. So erfahre ich auch mehr über meinen eigenen Gott, über Rashtir. Wie ist er entstanden? Wie hat er seine Macht bekommen? Und ähnliches. Glaube ich ihr, dass das einfach, also, dass es einfach nur eigenes Interesse ist? Du kannst gerne auf Motiv erkennen werfen. Motiv. Ich glaube ihr. Plus 2. Ah, 11. 11? Du hast nicht den Eindruck, dass sie irgendwas versucht, dir vorzumachen in irgendeiner Form. Okay. Sie scheint einfach wirklich ganz normales Interesse zu haben. So ein bisschen Wissensstoß einfach, Neugier. Dieser Glaube, wie gesagt, diesen heiligen Baum ist vor gut 2 Jahren angefangen zu entstehen mit den ersten Leuten, die daran glauben. Aber das Seltsame ist auch bei diesem Glauben, dass es keine Kirche an sich gibt. Es gibt kein festes Glaubenszentrum in der Form. Das ist alles doch gerade im Stehen. Aber überall gibt es schon welche. Es gibt auch keine direkten Baumpriester, wenn man so möchte. Es glauben Leute einfach daran. Und das ist interessant. Neuartig. Etwas merkwürdig vielleicht auch. Und deswegen bin ich auf der Suche danach. Wo hat das alles angefangen? Naja, so bin ich in dieser Gegend gelandet. Hab die einzelnen Dörfer abgesucht und hab auch hier einige gefunden, die daran glauben. Zugegebenermaßen hier in diesem Dorf, in Oriagrum, gibt es fast keine. Nur 2, die von diesen Visionen gehört haben. Aber zum Beispiel im Norden, in Mikoira und Montimeruk, gibt es einige, die bereits daran glauben. Da ist das Verhältnis fast schon 50-50 zwischen denen, die noch an Rashtir glauben und an die an den Heiligen Baum glauben. Und gefühlt wird es immer mehr im Laufe der Zeit. Was normal natürlich ist, wenn je mehr ein Glaube sich rumspricht und je mehr Leute davon überzeugt sind, dass er vielleicht wirklich Wünsche erfüllen kann oder seine Visionen wahr sind, desto mehr werden sich natürlich mehr anschließen. So werden natürlich auch in Anfangszeiten viele Menschen sich Stück für Stück Rashtir angeschlossen haben, als sie gemerkt haben, dass er wirklich ihnen auch durchaus Macht verleihen kann. So wie er mir Macht verleiht. Meine Magie, die ich einsetze, ist nur durch seinen Segen. Und nur um nochmal auf Nummer sicher zu gehen, uns wurde gesagt, dass Rashtir kein eifersüchtiger oder rachsüchtiger Gott ist und auch andere Götter neben sich duldet, aber würde das denn auch genauso gelten, wenn er droht, als Gott der Sümpfe verdrängt zu werden, weil sich ein anderer Gott immer weiter hervortut? Ich meine, eine Bedrohung der eigenen Existenz muss doch auch für einen Gott etwas Erschreckendes sein. Ich kann es nicht 100% genau beantworten, wenn ich ehrlich bin.
Am liebsten würde ich sagen, natürlich, er will es niemals sich ändern. Aber ich weiß auch, dass Götter sind nun mal, wie sie sind. Sie können durchaus ihre Launen haben. Rashtir ist sehr sanftmütig und erlaubt andere Götter auch in seinem Sumpf zu existieren. Aber es kann natürlich sein, wenn der Glaube zu groß wird, dass vielleicht wirklich er komplett verdrängt werden würde, dass er vielleicht dann doch etwas anderes tun würde. Aber der Glaube ist nun längst nicht so mächtig. Auch wenn ich jetzt hier in den kleineren Dörfern vielleicht mal 50 Leute daran glauben oder ähnliches. Wir reden hier von einem Glauben Rashtir, der Glaube an Rashtir, der sich nicht nur auf diese Region, sondern auf den gesamten Sumpf hier im Süden ausgebreitet hat. Eine Glaubensgemeinschaft, der mehrere 10.000 Lebewesen angehören. Ein paar Dutzende oder vielleicht mittlerweile 100, die an einen anderen Gott glauben, würde niemals seine Existenz bedrohen. Dass er zu etwas wie diesen Wurzelkreaturen zurückgreifen müsste. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jede Bedrohung fängt irgendwann mal klein an. Vielleicht, aber wenn, nur mal angenommen, es wäre Rashtir, dann können wir fast nichts machen. Befürchte ich. Nun, ich denke, uns bleibt erstmal nicht viel anderes übrig, als mit den Bullywugs zu reden und der Sache auf den Grund zu gehen. Da stimme ich dir zu. Ich habe eben mal einen Vorschlag zu machen an die Gruppe. Das gibt ja einen König der Bullywugs. Ja. Und König Quarpluck? Genau, der, ja. Quarkplupp. Wäre es am sinnvollsten, meiner Meinung nach, wäre es, dass Levi hier als Prinz dem ehesten, am höchsten Rang von unserer Gruppe vielleicht mit ihm verhandelt und ich, wenn es denen genehm ist, direkt zum König spreche mit meiner Telepathie, um die Sprachbarriere zu überbrücken, quasi. Dass Levi redet und ich übersetze, quasi. Die Bullywux verstehen die Allgemeinsprache und können sie reden. Ja, noch besser dann. Das haben wir das dann gemacht, das Levi alleine. Ja? Okay. Ich habe keine Einwände. Wichtig wäre aber, dass wir bedenken, dass uns gesagt wurde, dass die Bullywugs sehr eitel sind und wir uns nicht über sie stellen sollten. Deswegen Levi, weil Levi ist ausgebildet worden, ein Leben lang mit Adeligen zu sprechen. Wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben, wenn wir einem König gegenüberstehen. Das zweifle oder ich Levi? Gar nicht an. Und ich bin der Kleinste in der Gruppe. Das könnte. Ja, das. Ich habe auch keine Antwort dagegen. Ich biete nur meine Hilfe an, so gut ich kann. Nom, du bleibst hinten und machst so klein wie möglich, bitte, ja? Okay. Kenne ich in irgendwas über die Gepflogenheiten? Der Bullywuchs? Mhm. Geschichte? Geschichte? Also da du sie vorhin zum ersten Mal gehört hast? Ist schwierig. Du hast vorher noch nie was von Bullywugs wirklich gewusst irgendwie. Ich meine, okay. Du kannst auf Geschichte werfen. Die Begründung wurde interessant. 20. 16 plus 4, 20. Mit der 20. Ja, das Ding ist halt, du hast viele Bücher gelesen und hast über alle möglichen Kulturen auch durchaus Sachen gelernt, Sachen erfahren. Jetzt nicht speziell über die Bullywugs an sich, aber du hast generell Sachen erfahren, Geschichten erfahren über, ich sag, wildere Stämme, eher Stammkultur, Clankultur und ähnliches von den Urstämmen, die halt hier auf Avellanen eigentlich existiert haben, lange bevor die ersten avellanischen Siedler hier gelandet sind. Und
da kannst du ein bisschen was ableiten, vielleicht, was die Kultur angeht, dass halt der Zusammenhalt des Stammes immer an vorderster Stelle steht, dass es eigentlich immer zwei oberste Persönlichkeiten gibt, wie er sagt, der oberste Anführer oder der Älteste oder ähnliches und halt der oberste Schamane, dass das halt immer die beiden Ansprechpersonen sind, dass die durchaus in einigen Stämmen auch gleichberechtigt sind. Nicht halt jetzt der eine ist unbedingt höher als der andere, sondern dass sie halt beide gemeinsam immer über das Schicksal des Stammes entscheiden. Der eine halt über die spirituelle und der andere über die materielle Ebene. Du weißt, dass ganz oft irgendwelche Rituale zu Stammeskulturen dazugehören, dass halt manche vielleicht auch irgendwelche Tänze, Gesänge oder ähnliches, was vollkommen normales ist in deren unterschiedlichen Kulturen. Du hast aber jetzt nicht genau direkt über Bullywugs bis jetzt irgendwas gelesen, was es speziell dort irgendwie wäre. Aber du kannst dir denken, dass wahrscheinlich dort auch dieses Allgemeinwissen, was über Stammeskulturen und so weiter weiß, wahrscheinlich auch irgendwie drauf zugreifen wird. Vor allem, weil du schon gehört hast vom König und Hohepriester. Gibt es denn irgendeine spezielle Begrüßung, die der König bzw. der, ich vermute mal, einigermaßen gleichgestellte Schamane bevorzugen? Eine allgemeine Begrüßung. Ja, mit der man Respekt zollt. Eine tiefe Verbeugung wäre auf jeden Fall angebracht. Und vor allem von Hohepriester ist... Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm für euch, auf die Knie zu gehen und sich sehr tief zu verbeugen, wäre halt angemessen dem Hohepriester gegenüber. Je nachdem, wer angesprochen wird. König? Durchaus. Je nachdem, welche Situation gerade ist und welches Thema es geht. Auf jeden Fall allgemein kann ich doch sagen, starrt nicht. Brecht den Blickkontakt ab, richte den Blick nach unten. Durchaus, ja. Und wenn es um das Überreichen der Geschenke geht, dann vermutlich dem König, der wird ja für die materiellen Dinge zuständig sein. Richtig. Was kann man denn dem Priester, dem Schaman, kann man dem irgendwas geben, dem irgendwas Spezielles aussprechen? Es wäre also direkt geben, jetzt am materiellen Wert, den König überreichen und er würde es dann selber an den Hohepriester reichen. Okay. Den Hohepriester direkt nichts geben. Sondern einfach nur seine Ehrerbietung ihm erweisen. Okay. Kriegen wir hin. Nun, natürlich dann, Levian, überreiche ich dir schon mal die Gaben. Und ich würde dir den Wein geben und eine Glasmurmelkette. Dabei fällt nicht zufällig auf, dass sie noch was drunter, dass sie noch eine Kette drunter hat, die sie vorher nicht um hatte. Also man muss dazu sagen, dass ich immer Schmuck trage, ne? Das stimmt. Ja, aber das würde ja, also ich meine, gerade mir und Levi, wir sind halt gewohnt, in den Bereichen uns zu bewegen und wenn da was ist, was da vorher nicht war, würde uns das schon auffallen. Die Bereichen, was? Was? Ja. Was? Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir wirklich diese Wasserschutzkleidung anhaben, die uns relativ stark bedeckt. Ihr seid relativ dick eingekleidet, ja. Ja, das wäre nur eine Frage, ob man es sehen kann oder ob man es nicht sehen kann. Ich behaupte nein. Wir könnten einen Wurf auf Täuschung und Wahrnehmung machen, aber das Ding ist, hast du wirklich einen Grund, jetzt Desire anzuzweifeln gerade an den Bund? Nee, aber das geht mir darum, dass wir irgendwann mal erkennen, dass wir auf sie achten müssen. Nein, aber jetzt ja nicht, jetzt unter Kleidung, dann hast du jetzt gut verkauft. Also ich finde, also du kannst sie natürlich verkauft. Anstarren. Kannst du ja machen, das ist ja dein Ding, aber also ich sehe jetzt keinen Grund. Deswegen. Ja, nee, jetzt da weiter nachzuforschen, gibt es keinen Grund. Aber okay. Ich will es trotzdem. Irgendwann kommt der Moment, bestimmt. Irgendwann wird sie einen Fehler machen und dann sind wir da. Und dann um sie rauszuhauen. Natürlich. Aus dem Knast höchstwahrscheinlich. Ich habe sehr bewusst dann von euch nichts geklaut, ja? Noch ja, nicht. Das war jetzt nicht ironisch gemeint. Ja. Um sie rauszuhauen und danach regelmäßig Steuern von ihr zu verlangen. Genau. Nur das. Wenn sie weiter rausgehaut werden will. Achso. Ja. Die Raushaussteuer. Genau.
Ja. Abo. Das Abo abschließen. Ja. So. Ihr wandert auf jeden Fall eine Weile jetzt durch den Sumpf. Ihr folgt diesen direkten Weg. Während wir da laufen, würde ich irgendwann mal kurz zu Hank und dem zuflüstern. Hank, hast du vielleicht noch eine von den Bären übrig? Weil, also, ich erinnere mich an seinen Namen. Levent. Der wirkt so knatschig heute und so bin ich auch ab und zu mal, wenn ich hungrig bin und vielleicht hat er Hunger oder sowas. Ich habe gestern Abend neue gemacht. Ja. Dankeschön. Warum hast du noch eine? Nein, ich widerstehe dem Drang. Auch wenn ich schon wieder etwas Hunger habe. Aber dann würde ich zu Levent hingehen und wieder laufen fangen. Ich will ja nicht sagen, dass du heute irgendwie doof drauf bist, aber du wirkst etwas, also was ich sagen will, ist, manchmal hab ich das auch und das liegt dann bei mir daran, dass ich Hunger habe. Und falls du Hunger hast, und dann halte ich dir so eine Beere hin. Oh. Levent, guck dich so. Moment. Vielleicht Mühe so ein bisschen lange an, wo es so kurz unangenehm wird. Und dann aber. Danke, Nom. Das. Wird. Vielleicht hilft's ja. Danke. Vielen Dank. Gern geschehen. Machst du noch was? Ich schluck auch runter. Das war jetzt sehr, sehr wichtig, sehr gut. Immer schön kauen und runterschlucken. Genau. Und ja, ich merk schon, Dom, das hilft. Und es hilft wirklich, ein voller Magen. Es ist doch etwas. Und auch die Nettigkeit von Nom. Ja. Levent ist ja kein Eisklotz. Ja, doch, schon nett. Gibt gute Laune. Vielleicht lächelt er mal vor sich her. Mach da mal kurz auf. Sehr gut. Dann haben wir eine neue Karte. Jetzt habe ich. Zack. Du kommst nicht vorbei. So müsst ihr euch diese ganzen Sumpfpfade so ein bisschen vorstellen. Es gibt halt immer wieder einzelne Leuchten, um halt den Weg zu erhellen. So ein Holzpfad, der halt durch den Sumpf führt. Es gibt immer wieder festere Stellen, immer wieder mal eher, ja, wie soll man sagen, dass diese Holzbretter so ein bisschen nachgeben, weil es der Boden darunter sehr weich ist oder halt, ja, halt sumpfig ist. Und so bewegt ihr euch auch hier auf dieser. Ja, fast schon ein bisschen brückenmäßig halt entlang. Die Viola halt immer vor euch. Und ihr habt ihr, wenn ihr wollt, die Chance, einen weiteren Inspirationspunkt zu bekommen, der auch über die Session erhalten bleibt. Und zwar habe ich auf dieser Karte versteckt 4 Schildkröten. Oh nein. Schildkröten. Und ihr müsst sie mir jetzt einmal zeigen und habt dafür jetzt 1 Minute Zeit. Einer. Ja, 1, 2, 3. Einmal raufpicken, da, dass ich auch sehe, wo es da, ist. Ja. Da. 2. Ist da. Ja. Da. Wir haben nur 4. Ich habe jetzt schon mehr 4. Als 4 gehört. Ja. Nur 4. Hallo! Sehr gut, okay, ihr habt mich sehr, sehr schnell gemacht. die heiligen Schildkröten, sie stehen uns bei. So, das habe ich jetzt aber öfters vor, vielleicht mal sowas zu machen, dass er halt mehr darauf achtet, wirklich, was ist auf den Karten zu sehen, weil alles, was auf den Karten zu sehen ist, kann auch wirklich so existieren auf den Karten und könnte halt zum Beispiel für einen Vorteil nutzen. Und deshalb habt ihr jetzt einen weiteren Inspirationspunkt, den ihr euch markieren könnt, von mir aus auch bei euren Fähigkeiten einschreiben könnt, auf die nächsten Session. Oh. Ansonsten lauft ihr diesen Pfad entlang. Und ihr könnt gerne mal auf Wahrnehmung, würde alle werfen. Ich würde mal auf dem Weg noch fragen, ob die Geschirr benutzen, beziehungsweise ob die irgendwie auf dem Boden sitzen, wie die Lehmer, oder ob die Kissen oder sowas nehmen. Ob die Betten haben.
Ja, Viola würde antworten. Also Schlafmöglichkeiten gibt es unterschiedlichster Art. Es gibt einige von ihnen, die am liebsten eigentlich auch wirklich im Wasser selber einfach schlafen. Sie haben kleinere Unterschlüpfe unter Wasser oder nur an der knappen Wasseroberfläche. Wullibugs können sehr, sehr lange unter Wasser bleiben. Sind halt sehr amphibische Kreaturen. Ansonsten essen sie meistens in irgendeiner Form auf dem Boden, dass sie im Schneidersitz da sitzen und aus Schüsseln essen oder ähnliches. Ihre Nahrung, und ich weiß, es wird nicht sehr angenehm sein, aber sie ernähren sich sehr viel, zwar einerseits auch vom Fisch, wenn wir Glück haben, wird es Fisch sein, aber auch von Insekten. Und das bieten sie aber auch gerne als naja, Gastessen an. Und es wäre eine Erfreuung, das Essen abzulehnen. Mama freut sich, was zu essen? Ich habe drauf gewürfelt, ich bin voll begeistert. Und würden Sie sich denn über schönes Besteck oder ein gemütliches Kissen freuen oder wüssten Sie damit gar nichts anzufangen? Besteck? Es kommt auf an, welches Besteck. Reden wir von zum Beispiel Spritzbesteck. Funkelnden Silberbesteck? Bestimmt freuen sich darüber. Reden wir jetzt von Holzbesteck, haben Sie selber, denke ich. Und dann würde ich mal rausholen, weil ich habe ja extra in meinem Inventar gutes Geschirr. Ja. Das wird dann wahrscheinlich dementsprechend auch irgendwie mit ein bisschen aus Silber sein, mit irgendwie Goldverzierung, so würde ich mal schätzen. Durchaus, ja. Ja, und dann würde ich auch mal das dicke Kissen rausholen. Das ist wahrscheinlich auch so blau mit irgendwelchen Goldfäden und ne, halt ja. Edles, dickes Kissen. Oh, ich nur, bin sicher, darüber würden sie sich freuen. Okay, nur damit wir noch ein paar extra Geschenke in der Hinterhand haben, falls die eine Kette mich reicht und der Wein. Sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, ja. Wisst ihr, wo der Schamane, der wird ja sicherlich auch beten, haben die dafür ein Tempel mit auf festem Boden oder ist das auch eher im Wasser? Die gesamten Häuser der Wullibugs sind auf Holzpfählen errichtet und sind über dem Wasser aufgebaut. Mit teilweise Plattformen, die ins Wasser hineinführen und Leitern und ähnliches. Der Gebetsort ihres Dorfes ist ebenfalls in so ein Haus. Ein kleiner Altar ist dort. Es ist nichts vergleichen mit den großen Steingebäuden unserer Kapellen. Aber es ist durchaus ein heiliger Ort für sie. Okay. Danke. Was ich nochmal einwerfen will, das mit dem Essen ist natürlich ärgerlich, aber sollte kein Problem sein. Es gibt viele Länder, die gerade bei ihren Spezialitäten doch sehr speziell sind und der Gaumen von ausländischen Königreichen nicht immer gerade mundet. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht die Miene verzieht und das war's. Nicht lange kauen, einfach runterschlucken. Ich sehe, ihr wurdet gut ausgebildet. Nein, normal. Das ist kurz im Standard. Verstehe. Okay. Interessant, was alles so das Standard ist. Kurze Frage, was habt ihr geworfen bei Wahrnehmung? 16. 1. 20. Oh. Eng? 21. Die hast du nicht geworfen. Du kannst keine 21 geworfen 16 haben. Plus dann hast meine... du geschummelt. Ja, da hast du 16 geworfen. Ja, es geht um das, was der Wert am Ende ist. Nein. Es geht hier drum, was man geworfen hat. Das war die Frage. Aber wirst du nicht auch deine 20 auch noch Boni drauf bekommen? Wahrnehmung? Ja. Er wollte nur sagen, dass er eine 20 geworfen hat. Ja, Eine net 20. Also bei mir sind es auch insgesamt 3, aber... Also bei mir sind es insgesamt 20. Bleib bei 20, okay. Ja, ich habe eine Wahrnehmung nichts. Ach so, okay. Nom? Ich habe eine 1. 2-1, okay. Also Nom, du bist gerade total in Gedanken und denkst jetzt schon an die Köstlichkeiten, die Wullibugs haben könnten. Ja. Und ja, Levi, du bist doch gerade auch total in Gedanken und überlegst so, okay, auf was muss ich alles achten und ich bereite mich auf meine diplomatische Mission vor. Levent, dir fällt allerdings auf, mit deiner 20, dass ihr nicht mehr alleine seid, sondern dass ihr beobachtet werdet. Und es fast
nicht zu erkennen, aber so ganz knapp unter der Wasseroberfläche siehst du hier und hier ein paar Augen. Nochmal, ich habe gerade nicht auf die Karte. Die Karte war gar nicht offen. Hier und hier jeweils ein paar Augen, so ganz knapp aus dem Wasser herausschauen. Hm. Gelb ich leuchtend auch. In eure Richtung. Hank auch, oder? Der hat eine 21. Da würde Hank es auch sehen, ja. Okay. Ich werden bereits beobachtet. Würde und ja, damit würde ich den Kopf so schütteln. Ja, aber dann werde ich fertig sagen. Hab hier schlechte Laune. So. Wir werden beobachtet. Und ihr hört auch, dass das ja, dass das die Krötengeräusche sehr viel mehr werden und lauter um euch herum. Ich würde nur dann nur Levi telepathisch mitteilen, wo dann die genauen Dinger waren. Und dann sagen einfach, ja, das ist korrekt. Hank. Und Nom Nom. Tesaya. Ist so. Ja, ey, nun, wir haben sie jetzt offen ausgesprochen, dann auf, weiter. Es ist relativ normal, dass die Bullywugs uns schon lange wahrscheinlich beobachten. Sie sind Meister der Tarnung. Erstaunlich, dass ihr sie sofort sehen könntet. Ja, so meisterlich scheinen sie ja nicht zu sein. Levi wird aber nur angepisst. Du sagst das laut, oder? Ja, klar. Okay. Ich rede mit euch ganz normal. Ich wink irgendwie nach unten. Ich sehe sie zwar immer noch nicht, aber ich wink einfach mal zum Wasser hin. Vielleicht habe ich ja die richtige Richtung. Da vorne. Ja, du winkst irgendwie so ungefähr in die Richtung und glaubst mal wieder irgendwo was im Wasser sich bewegen zu sehen, aber du siehst die eigentlichen Bullywugs nicht wirklich. Und Viola flüstert leiser zu euch zu. Lass uns einfach erstmal weiter bewegen. Wenn sie mit uns reden wollen, werden sie aus dem Wasser kommen. Okay. Okay. Und dann. Bewegt euch selber halt. Ach, das bin ich. Okay. Ich habe einen Schinken vergessen. Der ist nicht im Bild. Oh no. Ich muss nochmal zurück. Du bist Tesaya so weit vorne. Tesaya ist nach vorne gesprintet einfach. No. So weit nach vorne noch nicht. Bis vorne. Also eine Falle dazu. Den Buch, denke ich mal. So, da hat erstmal Norman nur seinen Kriegsschick wieder. Ja, oh Mann, Leute. Ich verstehe nicht, was da zum Lachen gibt. Sein ganzer Schinken. Und ihr bewegt euch jedenfalls noch ein bisschen weiter nach vorne. Als dann ein lautes Quaken gleichzeitig überall um euch herum anfängt. So. Fast wie so ein Angriffsruf hört sich fast schon an. So. Oh nein, wir sind umzingelt. Und in dem Moment kommen mehrere Froschmenschen aus dem Wasser rausgehüpft. Sie sind zu gut, ich ergebe mich. Nur weil er den kritischen 20 hat, also wirklich, was soll das? Nein, nee, alles gut. Er war ja vorher schon angepisst, war so ein bisschen wieder ins Gute. Und dann hatte er einen Plan, dass das keinem erzählt und das wollte alle telepathisch. Und dann sagt Hank, ey, da sind welche. Und er sagt, oh, fuck, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und das war halt wieder, dass wir gekippt ist. Deswegen ist er jetzt wieder ein bisschen. Und aber weil Levent gesagt hat, dass wir auf ihn hören sollen, bin ich kurz irritiert, aber er gibt mich dann auch. Also ich würde auch die Hände auf jeden Fall hochnehmen, so als... Ja. Ihr seht halt, die Bullywugs sind halt wirklich so 1 Meter bis 1,50 Meter unterschiedlich so in der Größe. Alle haben grüne Haut und sehen halt alle wie wirklich Frösche aus, die sich auf 2 Beinen bewegen. Alle haben ja schlichte Kleidung an, haben vielleicht irgendwie sumpftypische Accessoires in irgendeiner Form, seien es irgendwelche... Ketten aus Fischknochen gebastelt oder auch wieder diese Ranken, die auch schon die Dorfwohner selber tragen. Sie sind alle bewaffnet mit Speeren oder Knüppeln,
die sie in eure Richtung halten. Einige von ihm haben rote Bemalung noch um die Augen herum. Alle Augen sind komplett gelb und leuchten richtig fast schon in dem, aus dem dunklen Wasser auch heraus. Und ja, neben den sechs, die jetzt auf, zu euch auf die Brücke gehüpft sind, seht ihr, dass halt auch weitere sich überall im Wasser befinden. Bis auf einmal noch eine weitere Kröte raushüpft kommt und sich da hinstellt. Hat einen größeren, ja, wie so schweren Knüppel, könnte man wirklich sagen, auf den er so auf seine Schulter legt. Wer seid ihr? Was macht ihr in unserem Sumpf? Dann würfel ich, möchte ich gerne erstmal auf Auftreten würfeln. Du kannst gerne auf Auftreten würfeln. Ich dachte kurz, es sagt Prinz Levian. 14, 19. 19, okay. Dann erzähl, was du machst. Seid gegrüßt. Mein Name ist Levian Lucio Lodrik Humbeldumbe. Dies ist mein Bruder Tesaya, Heng, Nomnom und ich habe vergessen, wie heißt die Priesterin? Viola. Und Viola aus dem Dorf, ich habe auch vergessen, wie das heißt, aber bitte hier einfügen. Wir sind hier im Auftrag. Genau. Wir sind hier im Auftrag der Abenteurergilde, um über die jüngsten, nennen wir es Zusammenstöße zwischen euch und den hier lebenden anderen Wesen zu reden. Deswegen bitte ich euch, bringt mich zu eurem Anführer. Wir möchten euch keinen Schaden zufügen. Alles, was wir wollen, ist Einlass, Geleit. Ihr Menschen habt Verbot. Wieso ich hier? Und Viola fängt dann an und ihr seht halt, wie sie eine Hand an ihren Hals hält, so an die Kehle. Und auf einmal, während sie spricht, auf einmal, anstatt dass normale Worte herauskommen, fängt sie an, perfekt wie ein Frosch, auf einmal wirklich so. Als ob sie ein echter Frosch wäre einfach. Und es hört sich fast wirklich 1:1 an, wie das, was halt die Bullywugs gerade für Töne von sich gegeben haben, bevor sie euch jetzt umstellt haben. Und ihr seht auch direkt eine Reaktion der Bullywugs, die ja alle etwas erstaunt zu ihr schauen. Aber ihr in ihrer Sprache auch antworten. Auch diesen. Du könntest, wenn du magst, Comprehend Language einsetzen, dass du es auch verstehst, theoretisch. Ja, wäre ganz nett. Zu verstehen, was die da sagen. Also, ich würde es natürlich nicht offensichtlich machen, wenn ich nicht muss. Hm. Die müssen ja nicht mitbekommen. Dass ich mitbekomme, was Hallo, ihr Frösche. Alle. Der Frosch hat halt funktioniert. Der Frosch hat gesagt, danke, dass du die Opfergaben hergebracht hast. Menschenopfer. Der Plan hat funktioniert. Lasst mich in Ruhe und nehmt sie. Schaut nur der Ork. Lang lebe der heilige Baum. Ja, du setzt Comprehend Language ein und du kannst tatsächlich, es hört sich jetzt für dich mit diesem Zauber so ein bisschen merkwürdig an, aber du verstehst fließend, was sie gerade nicht bereden und du hörst halt raus, von Viola kommt, bitte, ich mach das mal ohne das Rabbit die ganze Zeit, wir wollen mit euch reden, wir wollen niemanden schaden in irgendeiner Form. Diese Leute hier sind gekommen, um als neutrale Beobachter zu dienen. Bitte hört ihnen zu und vertraut darauf, dass wir für alle ein gutes Ergebnis haben wollen. Er, und dabei deutet sie auch bis auf dich, ist unser Botschafter, wenn man so will, unser Verhandlungspartner. Er spricht für uns alle und auch für die aus dem Dorf. Bitte bringt uns zum König. Wir müssen dringend darüber reden, was hier im Sumpf passiert. Und die Frösche unterhalten sich dann so ein bisschen selber untereinander. Das ist komisch, seit wann können Menschen unsere Sprache?
Das ist wirklich merkwürdig. Aber wir haben doch den Befehl, niemand soll ihr im Sumpf bleiben von den Menschen. Lasst sie uns töten, wir können sie doch einfach vertreiben. Nein, hört mir zu. Ich habe diese Frau schon einmal gesehen. Kommt von dem anscheinenden Anführer dieser Truppe. Sie hat schon früher mit uns verhandelt. Und sie hatte immer bisher schöne Leckereien dabei. Vielleicht können wir einmal auf sie hören und können mit diesen anderen Bleichhäutern aber reden. Außerdem finde ich seine Frisur sehr lustig. Wie kann man so etwas haben als Haare? Und ist auch wie der Typ so ein bisschen auf deinen Kopf so ein bisschen deutet irgendwie. Vielleicht tauscht er es ein. Das könnte ich mir lustig vorstellen. Halb ab. Ich lass mir das nicht anmerken, dass der meine Haare möchte. Nun gut, Grog. Das wäre allgemein für euch alle verständlich. Sie kenne ich bereits, Quark. Wir werden einmal darauf hören, Quark. Aber ihr müsst eure Waffen abgeben, Quark. Bis ihr wieder dann unser Dorf verlasst, Quark. Und unseren Sumpf. Wir werden auf euch aufpassen, dass euch nichts hier geschieht. Ich folge der Anweisung und gebe meinen Stab und auch meinen Dolch am Bein ab. Ja, ich gebe ihn auch meinen Dolch. Meine Standarte ist ja nicht wirklich eine Waffe. Er würde sie aber haben, weil sie hat trotzdem ein spitzes Ende. Kann ich das spitze Ende abschrauben? Jetzt auf die Schnelle eigentlich nicht. Das ist halt ein Standard, das ist ein Ding. Also. Dann würde ich ihm das geben, so zusammenwickeln und würde noch sagen, ich bitte euch, das ist das Wappen meiner Familie. Also ich sag, du könntest die Flagge abnehmen. Ja, von der Standard. Dann mach das ich, nehme ich die Flagge ab, ja. Und dann gebe ich ihm das. Ja. Okay, also ihr gebt. Ja. Ja, ich gebe die Axt, den Wurfspeer, den ich habe. Reagieren sie auf meinen Schenken? Sie auf jeden Fall halten ihre Hand hin. Oder ihre Flosse, wie auch immer. Also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass die das als Waffe sehen, das ist ein Schinken. Aber es ist ein sehr massiver, großer Schinken, der größer ist als ihr Kopf. Mit Blut dran. Mit Blut dran. Weil ich glaube nicht, dass Nom-Nom den reinigt. Das noch jeden Abend. Das habe ich. Schlaf immer ein bisschen an Nucken. Ja, ich gebe auch meinen Kriegs. Gott. Ja. Und tut immer das, Quark, was wir sagen, Quark. Bevor es zu Missverständnissen kommt, ihr braucht noch mein Zeug. Achso, du hast schon gegeben. Ich hab noch nichts gesagt. Ich wollte es nur sicher gar nicht, dass du hast nicht gesagt, was abgegeben hast. Du läufst hier, nimm meine Waffen. Ja, ich würde mein Dolch geben, die Armbrust und würde sagen, und mein Gehstock, wollt ihr den auch? Ihr könnt doch einem alten Mann nicht seinen Stab nehmen. Ich wollte gerade sagen, benutzt du ihn die ganze Zeit so als Gehstock mäßig? Oder? Ja, also schon. Ich benutze ihn nicht so. Möchtest du versuchen, sie mir zu überzeugen, dass du es brauchst unbedingt, oder wirst du es freiwillig? Nö, das ist einfach eine ganz normale Frage. Das dann ist würde sagen, auch mit dem Wappen halt meines Hauses ein Geschenk an meinem Vater. Aber wenn ihr wollt... Brauchst du den zum Laufen, Quark? Natürlich nicht, ich bin jung und dynamisch. Und er nimmt ihn. Ja, kein Problem. Ihr erhaltet sie, Quark, später wieder. Folgt uns, Quark. Eventuell etwas schlammig, Quark, aber ja, halt sie zurück, Quark. Und sie würden euch dann den Pfad entlang immer tiefer in den Sumpf führen. Und von sich heraus sagen sie nichts weiter oder fragen sonst irgendetwas. Sie würden es einfach nur mit euch den Pfad entlang gehen. Wollt ihr irgendwas fragen?
Nein? Nö. Okay. Dann gehen wir gleich zur nächsten Karte über. Oh Gott. Jips. Ich glaube, was ich noch mal gerne machen würde auf dem Weg, wäre hier und da so ein bisschen Smalltalk. Einfach nur, um denen zu zeigen, dass wir nicht angespannt sind, weil wir sind ja nicht hier, um irgendwas Böses zu tun, sondern das sind für uns einfach nur, wir kommen her zum Reden und deshalb ist es, ne, sind wir nicht angespannt. Deshalb würde ich immer mal versuchen, mit meinem Bruder oder mit Hank oder mit irgendjemandem immer mal so ein bisschen einfach nur ein paar Worte zu wechseln, damit die merken, wir sind entspannt. Ihr seid cool drauf. Nee, wir sind entspannt. Nicht cool, sondern wir sind einfach locker. Okay. Zack, zack, zack. Und wo haben wir Viola? Da. Ja, willkommen im Froschdorf. Ihr seht vor euch ein doch recht großes Dorf. Viele größere Bauten, die wirklich auf einzelnen Holzstelzen, die aus dem Wasser herausragen, aufgebaut sind. Ihr seht große, ja, türkis schimmernde Dächer, die, ihr würdet sagen, aus vielleicht getrockneten Ranken, Lianen und ähnliches irgendwie bestehen. Aber irgendwas anderes noch, dass sie so auch härter aussehen, die Dächer. Dass sie auch Regen und ähnliches wahrscheinlich abweisen können. Aber nichtsdestotrotz lassen sie das Sonnenlicht halt wirklich sehr schön reflektieren, sodass es aussieht, als ob ihr wirklich gerade in eine fast schon Smaragdstadt irgendwie gerade reinkommt. Ihr seht unzählige Frösche und Wullibox und auch größere Frösche, die überall hier sich in diesem Dorf befinden. Entweder auf den Plattformen, sie schwimmen im Wasser herum, ihr seht kleinere Kinder, ihr seht Frauen, Männer, ältere Frösche, die selber vielleicht einen Gehstock haben, wo vielleicht schon ein Auge komplett weiß ist, dass sie halb blind sind. Und während ihr in dieses Dorf hereinkommt, seht das halt wirklich alle mit großen Augen euch beobachten. Generell hier in diesem Dorf ist eine, ja, man sagt wirklich eine Kakophonie des Froschlärms einfach nur. Es ist unglaublich laut hier überall. Und alle unterhalten sich aber wirklich in dieser Froschsprache in irgendeiner Form. Du verstehst das, Levi. Du hörst hinzu und du hörst halt überall Gesprächsfetzen. Was sind das für Fremde? Was wollen die hier? Ich dachte, wir sollen ja keine Fremden in unser Dorf kommen. Sie haben bestimmt was Böses vor. Sie sind verantwortlich für all die Katastrophen, die hier passieren. Sie sind bestimmt böse. Bestimmt werden sie zum König gebracht. Bestimmt wird der König sie fressen. Ja, mit Haut und Haaren. Ein Haps. Ein Glück ist Lamour nicht da. Der wäre direkt geil auf Froschschenkel. Und das sind so einige Gesprächssätze, die du auf jeden Fall hörst. Und jetzt will ich kurz fragen, wie spät haben wir es? 1:20. Wir sind auch schon bei 1:20. Dann würde ich jetzt sagen, was ihr in diesem Froschdorf erlebt und wie denn der Froschkönig auf euch reagiert und ob ihr ihn überzeugen könnt, euch durch seinen Sumpf gehen zu lassen. Das alles und vieles mehr erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von D&D Adventure Abenteuer Valanien. Schön frisches Feuer quacken. Quack, quack. Danke fürs dabei sein. Tschüss. Bye, bye. Bis nächstes Mal.